So, hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Sporthalle Lietzen zum Spieltag Nummer 4 der MV-Liga, wo die SG Bansko Lietzen heute in Staffenhagen SV empfängt. Und bei mir habe ich Steffen Franke, Trainer der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin, ebenfalls MV-Liga, aber Damen. Und wir werden euch heute gemeinsam durch dieses Spiel führen und Steffen, lass uns ein wenig reden. Ich habe hier die Tabelle einmal mitgebracht. Überraschenderweise die ersten drei, SG Bansko Lietzen, SV Einheit der Mine, Ribnitzer HV. Ein Regelabsteiger, zwei Aufsteiger, wie ist das zu erklären am Anfang der Saison? Es ist natürlich schwierig zu erklären, weil es gab einige Favoriten für die Liga, die bisher noch nicht so funktionieren. Ich denke, dass die anderen Mannschaften die Gunst der Stunde genutzt haben. Bansko sicherlich überraschend auch mit dem Sieg gegen Grimm. Also nichts, wo man sagen muss, das waren jetzt Gegner, die man schlagen muss, sondern es waren auch Überraschungen mit dabei. Also es ist schwer zu erklären. Die Liga ist immer wieder für etwas gut und diesmal trifft es Bansko wieder. Staffenhagen auf Platz 10 abgerutscht nach dem Auftaktsieg. Der einzige Aufsteiger, der sich nicht so weit oben platzieren konnte. Macht er was nicht richtig oder ist das einfach die vielleicht auch glückliche Konstellation, wie das Ribnitz zu Hause zuletzt Warnemünde hatte, die ganz schwach gestartet sind in dieser Saison? Nein, man muss immer sehen, wie ist die Mannschaft auch zusammengestellt. Aus welchen Regionen kommen die Spieler? Ribnitz hat viele Spieler aus Warnemünde geholt und Staffenhagen eben halt hat ein Strukturproblem. Nicht in dem Sinne, dass sie keinen Nachwuchs haben oder so weiter, sondern eben halt, dass dort nicht so viele Vereine in der Umgebung sind. Und das wird eben halt das Problem sein, warum sie eben dann nicht so viele Spieler haben. Ja, Gesundheit. Was erwartet uns hier auf dem Papier? Ja, scheinbar eindeutig. Bansko ungeschlagen mit über 30 Toren pro Spiel. Staffenhagen jetzt Platz 10, die müssen aufpassen, dass sie weiter abrutschen mit zwei Niederlagen. Zuletzt auch auswärts verloren in Güstrow. Hört sich auf Papier erstmal relativ eindeutig an. Werden wir so ein eindeutiges Spiel heute auch sehen? Also das Spiel hört sich schon vom Papier her sehr eindeutig an. Der Trainer von Staffenhagen hat mir gerade gesagt, er muss auf 7 Leute verzichten. Das ist natürlich nicht zum Vorteil für ihn. Also die Favoritenrolle ist klar verteilt. Aber jede Mannschaft will die erste sein, die Bansko schlägt und darauf müssen wir für uns vorbereiten. Ja, und wie macht man das als Trainer? Du selber bist Trainer, leider verloren letztes Wochenende in Stralsund. Aber du kennst das ja selber, eine Mannschaft sehr erfolgreich. Wie bringt man sie dazu, dass sie nicht... Lars Klüdermann im Hintergrund. Wie bringt man sie dazu, nicht abzuheben und das Spiel nicht zu live zu nehmen, weil kein Gegner ist leicht zu schlagen? Ich glaube, die Mannschaft ist ehrgeizig genug, routiniert genug, hat erfahrene Leute mit dabei, die die Mannschaft schon auf den Boden der Tatsachen holen. Auch mit Birger, ein Trainer, der darauf achtet, dass da nicht Übermut kommt, weil... Es ist schon schwierig, man darf das alles nicht überbewerten, es sind 4 Spiele gespielt, 8-0 Punkte, das ist sicherlich schön. Ja, muss ich korrigieren, es sind erst 3 Spiele gespielt, 6-0 Punkte, das wäre das Optimum heute für die Bahnscorer nach dem Spiel. Nein, aber ich denke trotzdem, Bürger wird die Mannschaft darauf eingestellt haben, darauf geachtet haben, dass das eben halt der Gegner nicht unterschätzt wird, weil das passiert eben halt, wenn ein Gegner auf Platz 10 steht, dass man ihn leicht unterschätzt und ich denke, da wird man alles daran tun, dass man das nicht tut. Ja, dann wünschen wir euch jetzt gleich viel Spaß, wenn es losgeht hier. SG Bansko Lietzen gegen den Staffenhagener SV. Unsere Sieben beginnen mit dem Kapitän Nummer 10, Christian Klatz. Im Tor, Daniel Mann, Stenzel.
So, die Mannschaften haben Aufstellung genommen. Gleich geht's los hier MV-Liga Mecklenburg-Vorpommern. SG Banskulitzen gegen Staffenhagen SV. Bei mir wieder, wie angekündigt, Steffen Franke. Und jetzt wollen wir gucken, was wir zu erwarten haben. Wir haben uns natürlich, liebe Zuschauer, bitten, das zu entschuldigen, wenn es ein wenig laut um uns wird. Wir haben uns hier mitten reingesetzt in die Masse, in die Menge. Und ein paar lautstarke Bansko-Fans werden uns das Kommentieren ein wenig schwer machen. So, wir haben jetzt das erste Mal das Phänomen in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Spielzeit, dass wir es aufzeichnen, dass Schiedsrichter aus einem anderen Bundesland haben. Die kommen ja aus Schleswig-Holstein. Wie kommt sowas zustande? Na, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern leider eine Unterbesetzung der Schiedsrichter. Wenn man den Zahlen vertrauen kann, dann brauchen wir im Land 160 Schiedsrichter. Derzeit haben wir 106. Das heißt, also, wir haben eindeutig zu wenig und Schleswig-Holstein hat ein gutes Ausbildungskonzept, Nachwuchskonzept, dem wir uns annehmen wollen und wir greifen aber, solange die Ausbildung noch dauert, auf deren Kraft auch mit zurück. Ja, das hat dann hier auch stattgefunden. Das sieht man hier und jetzt beginnen wir mit dem Aufsteiger Staffenhagen. Was eigentlich ein Duell, was man eigentlich hätte in der Verbandsliga, also in der Liga drunter sehen könnte, weil Bansko-Lezen eigentlich abgestiegen wäre, nur aufgrund von Verzicht von Verbandsligisten in der Liga geblieben ist. Und jetzt sehen wir hier den Spitzenreiter mit der ersten Freiwurfchance von Klütermann, die er aber daneben geht. Du sagtest in Staffenhagen, sie haben ein kleines Strukturproblem, weil zu wenig Vereine es da in der Nähe gibt. Wie genau wirkt sich das auf für Staffenhagen? Na, indem sie eben halt wenig Leute für sich gewinnen können, mitzuspielen, beziehungsweise Leute von weiter herholen müssen. Und das ist für den MV-Ligisten relativ schwer. Das wird sich irgendwann da bemerkbar machen, dass Mannschaften irgendwann nicht mehr spielfähig sind. Ich denke, vor ein, zwei Jahren hätte man in Bansko das ähnliche Problem gehabt. Aber mittlerweile hat man ja den Weg gefunden und gesucht mit Nachwuchsarbeit, damit man dann mittelfristig auch von den Leuten dort profitieren kann. Ja, jetzt haben wir es in den letzten Spielen gehabt. Dann ging es eigentlich immer recht rasant los. Jetzt steht es nach 2 Minuten noch 0:0. Und das war gut aufgepasst von Henrik Strauß, der da den Ball vergisst und dann gibt Einwurf für Staffenhagen. Und das 1:0 für Staffenhagen. Erzielt durch Oliver Wickel. Und Bansko-Lezen erfährt es nicht zum zweiten Mal hier zu Hause 0:1 Rückstand zu geraten. Gegen Lloyds war das ein gutes Omen, denn man gewann am Ende mit 12. Gilt man da als Spieler überhaupt ein auf so einen Rückstand gerade in den ersten Minuten? Nein, ich denke, das ist ein reinkommendes Spiel und wenn man sich seiner Fähigkeiten bewusst ist, dann ist es egal, ob man auch in der 50. Minute noch mit ein, zwei Toren hinten liegt. Wenn man seine Stärken kennt, dann weiß man, dass man zu jedem Zeitpunkt ein Spiel für sich entscheiden kann. Und das Spiel wird nicht zu Beginn entschieden. Schönes Tor von Lars, schön verladen, nochmal in der Abwehr und dann durch den Torwart durchgegangen. Ja, 1:1, Lars Glütermann. Er versucht so ein bisschen das Spiel an sich zu reißen. Das war die dritte Aktion. Nun zum ersten Mal erfolgreich zum 1:1 abgeschlossen. Du hattest es am Anfang gesagt, Staffenhagen muss auf 7 Leute verzichten.
Das wird relativ schwer. Man sieht auch, es ist einer noch mit Trikot auf der Bank, einer mit Pullover, einer mit Trainingsjacke. Das sieht relativ dünn aus bei Staffenhagen. Inwiefern wird sich das bemerkbar machen im Laufe des Spiels? Ja, kommt drauf an, wie die Mannschaft in der Vorbereitung gearbeitet hat. Wenn die Spieler vernünftig physisch fit sind, dann sollte ein klares Vergehen an Daniel. Zu Recht 7 Meter und auch die Bestrafung auch zu Recht. In den Wurf angegriffen, völlig zu Recht, ganz klare Entscheidung. Gesundheitsgefährdend, muss man auch darauf eingehen. Respekt in der frühen Phase, so eine Entscheidung zu treffen. Zu den Schiedsrichtern aber sieht man eben halt, dass sie qualitativ besser ausgebildet sind. Steffen Hüllingshorst muss das Spielfeld jetzt verlassen. Zur Erklärung für die Zuschauer, die es nicht wissen. Rote Karte bedeutet nicht, dass sie jetzt mit einem Mann weniger zu Ende spielen müssen, sondern nur, dass der Spieler nicht mehr am Spiel teilnehmen darf und 2 Minuten Unterzahl für Staffenhagen. Richtig, das verbessert natürlich nicht die Situation, die du gerade geschildert hast mit den wenigen Wechselspielern. Es verbessert die Situation nicht für Staffenhagen. Aber wie gesagt, wenn eine Mannschaft physisch vernünftig vorbereitet ist, dann müssen sie 60 Minuten durchspielen können. Natürlich, ich weiß, wie Bansko in der Vorbereitung gearbeitet hat. Das ist eine richtig gute Vorbereitung gewesen und sind natürlich physisch besser in der Lage. Und das ist das eben halt. Wenn ein Spiel dauert 60 Minuten lang und übers Tempo können wir dann eben halt da zum Zuge kommen. So, und jetzt gibt es nach ein wenig Diskussion, der Spieler war nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung. 7 Meter für die SG Bansko Lezen, Hendrik Zapp. Sehr erfolgreich bisher vom 7-Meter-Punkt und auch heute 2:1 für Bansko Lezen. Zappi natürlich als Ikone für 7 Meter hier in Bansko auch für gefeiert und ich denke mal, das ist auch sein Markenzeichen. Und hier für die Sache auch bei den kleinen Jungs ein Idol. Ja, das war jetzt klasse gespielt, außen raus in Unterzahl. Erneut Oliver Wickel zum 2:2. Und auf der Gegenseite klasse Kreisanspiel auf Christian Klatt, 3:2 für Bansko Lezen. Ja, ich hatte hinterher mit ihm gesprochen nach dem letzten Spiel gegen Grimm, wo er 7 Meter eigentlich verwarf, der Nachwurf dann aber drin war und der zweite dann wirklich so aussah, als hätte er den bewusst gegen den Torwart geworfen, um dann den Nachwurf zu haben. Er sagte dann, ja, ich werfe sonst keine Falltore. Das wäre dann seine Möglichkeit gewesen. Und auch in Unterzahl wieder ein Tor, Staffenhagen, Stefan Kossoff mit dem 3:3. Das gelingt Bansko nicht gut, dieses Abwehrverhalten in Überzahl. Yes. Es kommt darauf an, wie der Gegner mit der Unterzahlsituation zurechtkommt. Wenn man Kreisläufer rannimmt, hat man ja keine richtige Unterzahl- bzw. Überzahlsituation, je nachdem, wie man mit dem Kreisspieler arbeitet. Man muss natürlich trotzdem weiter rücken, weiter arbeiten, um auch eine Unterzahl- bzw. Überzahlsituation vernünftig zu bearbeiten. Und jetzt gibt es 7 Meter für Bansko Lezen erneut. Erneut rausgeholt. Durch Daniel Wach. Und Zappi, wieder, wie er genannt wird, am 7-Meter-Strich. Und der war drinne. 4:3 für Bansko Lezen. Aber das muss man Staffenhagen lassen. Respekt für das Unterzahlspiel. Nicht wirklich in einen Rückstand geraten, sondern selber 2 Tore gemacht. Das war gut gespielt. Ja, es ist ja bei vielen Mannschaften so, dass sie in einfacher Unterzahl nicht zwingend schlechter spielen, als wenn sie Gleichzahl spielen. Muss ich ihm darauf einstellen. Bansko gibt dem Gegner noch zusätzlich Räume, weil sie einen Mann offensiv wegnehmen. Also so, dass sich hinten auch nochmal Platz ergibt für den Gegner. So wie jetzt. So wie jetzt der Tor für Staffenhagen. Der Ball ist weg und Ballbesitz Staffenhagen. Steht also 4:4. Und das Spiel gestaltet sich sehr, sehr offen hier.